habe mit so einem hohen Sieg des Nein habe ich nicht gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass es knapper ausgeht. Dieser hohe Abstand eigentlich vom Nein zum Ja zeigt eigentlich ganz klar noch einmal, es bekräftigt noch einmal das Nein der Bevölkerung. Und gerade das ist eben gut, weil wie in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten hier die Befürworter so stark eigentlich versucht haben, auch in Bezug auf die Medien, die so einseitig berichtet haben, die Bevölkerung wirklich von etwas zu überzeugen und dabei aber auch mit falschen Zahlen gespielt haben, dass sie das nicht geschafft haben. Und gerade das ist auch ein Sieg an die Ehrlichkeit, an die Solidarität, die die restliche Südtiroler Bevölkerung mit dem Überetsch und Unterland und dem Bozner Talkessel hat. Auch das ist ein Sieg und es ist auch ein Sieg an die direkte Demokratie. Ja, also das ist ein großer Erfolg für die Gegner des Flughafens und auch für die Südtiroler Freiheit, die sich da im Vorfeld sehr stark engagiert hat. Wenn ich da unseren Heimatbezirk oder meinen Heimatbezirk Bustertal genau analysiere, dann also mit 72% ist das eine große Solidaritätsbekundung für das Unterland und das ist sehr, sehr positiv. Ja, also ich habe im Vorfeld immer schon gesagt, dass dürfen keine enttäuschten Verlierer nach der Abstimmung sein. Es muss der Wirtschaft in diesem Falle eine Alternative angeboten werden von der Politik. Das heißt, wir müssen in Richtung alternative Mobilität gehen, in Richtung alternative Energieversorgung, Energieautarkie des Landes. Da ist sehr, sehr viel Potenzial übrig für unsere heimische Wirtschaft und da kann man sehr, sehr viel punkten und für die Zukunft arbeiten für unser Land. Ja, das ist ein grandioses Ergebnis. Die Bevölkerung hat der Politik des Landeshauptmannes und der Landesregierung eine ganz, ganz klare Absage erteilt. Vor allem aber ist das eine Stimme gewesen für das Unterland, gegen die Belastung, gegen die zusätzliche Belastung, die dieser Flughafen für die Bevölkerung im Unterland mit sich bringen würde. Und dieses klare Ergebnis und die hohe Wahlbeteiligung lässt jetzt auch keinen Spielraum für Interpretationen, sondern der Auftrag ist jetzt ganz klar, die öffentliche Finanzierung dieses Flughafens muss beendet werden. Wir werden jetzt ganz genau darauf achten, dass die Landesregierung diese Volksabstimmung jetzt auch ernst nimmt, dass es keine weitere Zuschussung durch die öffentliche Hand für den Flughafen in Bozen gibt. Gleichzeitig müssen jetzt aber auch Maßnahmen getroffen werden, damit Südtirol wirklich und auch nachhaltig erreichbar ist. Das heißt, wir setzen auf einen Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen im Bereich der Schiene und der direkten Anbindungen durch Busverbindungen oder auch direkte Zugverbindungen an die Flughäfen von Innsbruck und Verona. Aus der Sicht des Tourismus ist es eben so, dass einzig und in diesen zwei Gemeinden von Wolkenstein und Corvara das Ja gesiegt hat. Ansonsten als Gegenstück möchte ich zum Beispiel Dorftirol und Schenna anführen, wo ja eben die als die Spitzenorte eben auch gelten vom Tourismus und dort hat aber das Nein gesiegt. Und gerade in Bezug auf den Tourismus gilt es natürlich jetzt, diese zukünftigen Anbindungen eben an für Bus und Bahn auszubauen, um diese einfach effizienter zu machen und diese auch viel besser zu vermarkten. Hier gilt es einfach, das Klimaland Südtirol in den Mittelpunkt zu stellen, darin zu investieren, denn die Gäste kommen einfach gern nach Südtirol, weil sie hier die Erholung suchen, die gute Luft in den Wäldern und in den Bergen, Radtouren machen und auch die regionalen Produkte. Auch hier gilt es eben, dieser Umweltverschmutzung entgegenzuwirken. Und das hat alles dieses Nein jetzt bewirkt. Und so wird auch der Name Klimaland Südtirol seinem Namen gerecht.